Guten Tag, meine Damen und Herren, und weiter geht's in die nächste Session. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Innovationen im Zahlungsverkehr. Jetzt würde ich eigentlich erwarten, wären wir 20 Jahre früher gewesen, dass die Ersten im Hintergrund beginnen zu lachen. Innovationen im Zahlungsverkehr, ist das nicht ein Oxymoron, das heißt ein Widerspruch in sich selbst? Und vor 20 Jahren war das tatsächlich so. Da merkt man, wie sich die Welt geändert hat. Inzwischen, wir haben so viele Innovationen im Zahlungsverkehr, dass wir den Überblick verloren haben. Und um diesen Überblick nicht ganz zu verlieren, sondern ein bisschen zu sortieren und zu sagen, wo stehen wir, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger wichtig, wir hängen Dinge voneinander ab, sitzen wir heute und hier zu viert zusammen. Und ich hoffe, dass die beiden Kollegen auch mit an Bord sind, neben dem Herrn Bünnebösel, nämlich der Herr Metzger und der Herr Armin Gerhard. Ich sehe nämlich im Augenblick nur die entsprechenden Bilder. Nein, jetzt sehe ich die beiden hier auch im Studium und begrüße sie auch sehr. Also, wer sind die Teilnehmer der Diskussion? Einmal kurz vorgestellt, und Sie werden nachher noch Gelegenheit natürlich alle haben, sich persönlich noch besser vorzustellen. Ich fange nicht nur aus alphabetischen Gründen an mit dem Ulrich Bünnebösel, den wir wie mich auch online hier haben, denn er ist der Vertreter der Kunden. Und an den Kunden gehen ja den Banken manchmal so ein bisschen ab. Dieses wollen wir auf jeden Fall heute verhindern. Die Kunden müssen präsent sein und deshalb haben wir den Herrn Bünnebösel hier. Er ist Verantwortlicher für Payments und Logistik im HDE, also dem Handelsverband Deutschland. Der deckt sowohl ab das Thema Retail als auch Wholesale-Geschäft. Und ich denke, Herr Bünnebösel, es gibt nichts im Zahlungsverkehr, wenn es aus der Kundensicht gibt, was Sie nicht wissen. Denn Sie sind bereits seit 2002 im HDE, kümmern sich um dieses Thema und sind hier Voice of the Customer tatsächlich. Das also der Herr Bünnebösel. Dann haben wir, und zwar im Studio, den Armin Gerhard. Armin Gerhard, ja, ist Gründer von, ist CEO von, ist überhaupt Mr. EFIS. EFIS ist einer unserer bekannten Zahlungsabwickler, hat große und kleine Kunden, sitzt in Dreieich, also direkt südlich von Frankfurt. Sozusagen hat die Hochhausszene einigermaßen tatsächlich im optischen Blick und operiert mit EFIS seit 29 Jahren. Armin, im nächsten Jahr werdet ihr dann euer 30. begehen, wenn ich es richtig verstehe. Für ihn gilt, nichts, was es im Zahlungsverkehr aus Betreibersicht gibt, ist ihm fremd. Denn er begann, wie gesagt, vor 30 Jahren damit, und zwar mit Schecksortierern. Schecksortierer hatten eigentlich viel mehr mit industriellen Produktionsanlagen zu tun als mit elektronischem Zahlungsverkehr. Und jetzt erzähle ich ein kleines, ja halbes Geheimnis. Insofern war es gut. Er startete nämlich mit einer Lehre als Elektromechaniker und war tatsächlich 13 Jahre bei Siemens. Man merkt ihm das heute noch an. Nicht den Elektromechaniker, den vielleicht auch, aber dieses Interesse für Technologie und immer Neues. Wenn ich einen kenne, der früher als alle anderen ein iPad in seiner Hand hatte, dann war es er. Und wenn Sie mal in sein Büro gehen wollen und eine Kaffeemaschine besichtigen wollen, die über Mobile Payments operiert, dann besuchen Sie ihn einfach mal in Dreieich. Schließlich haben wir Herrn Metzger bei uns. Jochen Metzger ist Generaldirektor für Payments und Settlements und die dahinterstehenden Systeme in der Bundesbank. Nichts, was es im Zahlungsverkehr aus Zentralbankensicht zu sehen gibt, ist ihm fremd. Er ist also auch lange dabei in dieser Funktion, ist allerdings, muss man sagen, durchaus breiter aufgestellt. Also er kennt auch die andere Seite der Macht, sprich die privaten Banken, genauer gesagt die Geschäftsbanken, muss man sagen, über eine Banklehre in der LBBW und hat dann eben in VWL in Mannheim studiert, kennt auch aus Repräsentantenzeiten Buenos Aires sehr genau, habe ich mir erzählen lassen, bevor er dann letztendlich in die Payments rüberging. Ich erinnere mich auch an diverse spannende Diskussionen. Ich selbst war ja auch lange Generaldirektor in der Europäischen Zentralbank als CIO und da hatten wir so diverse Diskussionen, zum Beispiel damals über das Thema SEPA. In diesem Kreis also möchten wir diskutieren. Und bevor wir mit der Diskussion einsteigen und ich das Wort dann auch an die Kollegen gebe, würde ich, wie schon gesagt, versuchen, mal das Thema
der Payments ein ganz klein wenig zu strukturieren und hoffe, dass mir die Technik jetzt die Präsentation einspielen kann. Das ist insofern ein Experiment, als wir ziemlich oft umklicken müssen, weil es ein Stückchen animiert ist, aber wir werden das gemeinsam schon hinbekommen, denke ich. Wenn man nämlich ein bisschen strukturierter auf Payments, und zwar nur seit dem Jahr 2000 schaut, also nur mal die letzten 20 Jahre, dann sieht man auf jeden Fall 5 wesentliche Innovationswellen, die sich hier überlagert haben. Ist also nicht so, dass die ursprüngliche Welle dann weg ist, sondern es kommen immer neue Wellen, die sich drauflagern aufeinander. Die erste Welle, nachdem wir lange genug das Bargeld hatten und den national geprägten elektronischen Zahlungsverkehr, war SEPA. Darauf möchte ich eingehen. Im Windschatten von SEPA ergab sich dann eine zweite Welle, die nämlich die E-Payments und die M-Payments. Und durch die E-Payments und M-Payments, die quasi von der Seite reinkamen, entstand so der Eindruck, dass eigentlich die Banken verdrängt werden auf den Schwiegermuttersitz. Und wenn die Jüngeren von Ihnen nicht mehr wissen, was ein Schwiegermuttersitz ist, so habe ich Ihnen hier ein Auto mitgebracht. Schauen Sie sich das mal an, das ist ein wundervoller Düsenberg aus den 30er Jahren aus USA. Und man denkt natürlich, das sind Zweisitzer, ein Roadster. Aber wenn denn unbedingt die Schwiegermutter mitfahren muss, dann macht man den Kofferraumdeckel auf und es ergibt sich ein weiterer Sitz hier. Das heißt, man kann sie mitnehmen, aber wie man schon sieht, es ist deutlich unbequemer. Und für die Banken war es auch verbunden eben damit, dass das Geld bei anderen verdient wurde, nämlich bei PayPal, Apple und Co. Die Banken hielten gegen, auch die Zentralbanken mit Instant Payments. Das war die dritte Innovationswelle, die dann auf SEPA aufsetzen konnte. Man merkte aber sehr genau, da fehlt noch was gegenüber E- und M-Payments. Und das ist eine Welle, die momentan heult, mit 2 Stichworten, nämlich dem Request to Pay und der European Payments Initiative. Also wollen wir uns als Viertes damit befassen. Und wenn wir das alles getan haben, dann hätten wir eigentlich genug getan, aber nein, es rollt eine 5. Und zwar im Grunde wiederum überlagernd und teilweise auch widersprüchlich dazu, nämlich die Welle der digitalen Währungen. Jetzt würde ich mit Ihnen, bevor wir die Diskussion beginnen, gerade noch mal ein Schaubild durchspielen in vielen Animationen und zeigen, wie zeigt sich das denn? Also bitte einmal klicken. Das ist, wie wir alle wissen, das Four-Corner-Model. Und in diesem Four-Corner-Model, da gab es ursprünglich mal das Bargeld. Sprich, zwischen dem Händler und dem Endkunden, bitte einmal klicken, zwischen dem Händler und dem Endkunden floss nicht nur die Ware, sondern der Endkunde musste das Bargeld zahlen. Von den Banken war nicht viel zu sehen, aber natürlich gab es die Garantie der Zentralbank. Ich kann auch immer zur Zentralbank gehen und D-Mark-Noten einlösen und die Zentralbank wird es mir noch immer machen. Bei der Bundesbank hier, keine 5 Kilometer von mir, der Herr Metzger wird da persönlich unter Umständen stehen und Zentralbankgeld, zum Beispiel in Form einer solchen Note, mir einlösen. Es ist übrigens noch nicht die Frau Lagarde, nein, es ist noch der Herr Draghi, der hier unterzeichnet hat. Also ganz einfach. Payments waren ganz einfach. Nächster Klick. Die Alternative sind dann natürlich, und nochmal klicken, die Überweisung. Die ganz normale nationale Überweisung. Und hier sind wir zum ersten Mal voll im Four-Corner-Model. Da haben also die beiden involvierten Banken dann eine zusätzliche Rolle. Es geht sozusagen das Geld, die Ware geht vom Händler an den Endkunden, aber das Geld vom Endkunden über seine Bank zur Bank des Händlers und schließlich auf das Händlerkonto. Alles auch noch relativ einfach, auch wenn danach noch ein Settlement erfolgen müsste. Nochmal Klick. Um sozusagen über die Zentralbank letztlich das Settlement dann abzuwickeln. Trotz allem noch gut erklärbar. Damit nicht genug kam es dann zur ersten Innovationswelle. Und diese erste Innovationswelle, nächster Klick, die betraf ja eigentlich nur die Internationalisierung, die Europäisierung dessen, was vorher in Deutschland automatisiert war, nämlich SEPA. Und gleich nochmal Klick, zweimal Klick am besten, nochmal Klick. Im Prinzip der gleiche Prozess, aber jetzt konnte der eine in Deutschland sitzen und der andere beispielsweise in Spanien sitzen, mit entsprechenden Clearingbanken, die dazwischen geschaltet waren. Es wurde komplizierter und vielen ist ja gar nicht bewusst, welch komplexes Projekt dahinter stand, nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch, legal und in der Akzeptanz der Menschen in Europa. Also sie hätten mal versuchen sollen, vor SEPA einem Italiener die Lastschrift klarzumachen.
Das war Teufelswerk. Und dieses zu standardisieren im europäischen Rahmen, das war eine unglaubliche Aufgabe letztendlich. Damit hatten wir nun SEPA und eigentlich hätten wir glücklich sein sollen, aber nein, ganz von schräg hinten kam jemand anders. Es kam der E-Commerce, nächster Klick. Und dieser E-Commerce, nächster Klick, kam und sagte, das ist viel zu kompliziert. So können wir das nicht machen, denn ich brauche etwas, was vom Prinzip in Realzeit funktioniert oder zumindest so tut, als ob, wo also die Ware in die eine Richtung fließt, aber der Kunde in die andere Richtung zahlen kann. Und dieses möglichst gleichzeitig, wo ich eine Kopplung habe zwischen dem Kauf, der Rechnung und der Zahlung. Und wer kam? PayPal. PayPal mit im Rücken eBay und es kamen andere. Und auch Apple Pay heute mit der mobilen Zahlung ist eigentlich nichts anderes als eine solche Memeing, das heißt ein Shortcut zwischen Endkunden und Händler. Dazwischen, dahinter läuft immer noch das alte Schema ab. Zweimal klicken bitte, genau, und nochmal klicken, aber es ist weggeblendet. Es ist weggeblendet und es hat entscheidende Vorteile. PayPal dieser Welt hat entscheidende Vorteile. Kauf, Rechnung und Zahlung sind gekoppelt. Ich gehe von dem Kauf über eBay direkt in PayPal rein. Alle Informationen wird transferiert. Ich leiste die Zahlung. Der Händler weiß, dass er die Zahlung bekommen wird, auch wenn er sie in Realzeit noch nicht bekommt. Aber PayPal gibt gewisse Garantien ab. Und das Ganze ist auch noch global akzeptiert. Also ziemlich kompliziert. Mehrere Zyklen, die hier laufen. Aber aus Kunden- und Händlersicht eine schicke Sache. Halt, sagten die Banken. Halt, sagten die Zentralbanken. Das können wir auch. Nächste Innovationswelle. Wir starten mit Instant Payments. Und Instant Payments, das macht tatsächlich eine der Themen, nächster Klick, eine der Themen überflüssig, auch wenn es genauso aussieht, nämlich es läuft in Realzeit ab. Das heißt, diese Sorge ist weg, dass ich diesen Zeitversatz habe. Aber das reicht nicht, nächster Klick. Denn es wird da hinten alles weggeblendet, alles wunderbar, genau, aber es finden zwei Dinge nicht statt, die bei PayPal stattfinden. Nämlich, wir haben keine Kopplung von Kaufrechnung und Zahlung, genau mit diesen Garantiefunktionen, und es ist im Wesentlichen auch nur national einsetzbar. Versuchen Sie mal mit einer deutschen Girokarte in Portugal zu zahlen. Da stoßen Sie sehr schnell auf Granit. Es funktioniert mit der Überweisung, aber der Händler in Portugal will keine Überweisung haben. Und dann sind sie sofort auf dem amerikanischen Kreditkartenscheme. Also nicht gut genug. Deshalb, nach der dritten Innovationswelle muss eine vierte Innovationswelle kommen. Und die schauen wir uns jetzt an. Und die lautet letztlich Request to Pay und European Payments Initiative. Nämlich die Lücken zu füllen, die wir gegenüber einem PayPal beispielsweise haben und die uns immer noch in nicht-europäische Payment-Schemes reinzwingen. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, nächster Klick, natürlich wieder ein Settlement dahinter. Aber über das Payment-Scheme haben wir sozusagen vorne auch einen Shortcut. Und wenn ich auf die Vorteile jetzt mal verweisen darf, nächster Klick, jawohl, da sind sie. Damit hätten wir es tatsächlich geschafft, nicht nur, sagen wir mal, die Realzeit zu haben, die Instant Payments uns schon geben, sondern auch den ersten und den dritten Punkt hier auf der rechten Seite, nämlich Kopplung von Kaufrechnung und Zahlung. Request for Pay schafft genau das. Und ein gemeinsames Scheme im europäischen Zahlungsraum. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich ist PayPal an dieser Stelle überflüssig. So, damit sollte sich die Story beenden. Nein, tut sie nicht. Denn es tut sich bereits eine weitere Innovationswelle auf und das ist die Innovationswelle der digitalen Payments. Sozusagen zurück ins Bargeld. Die digitalen Payments, schauen wir uns mal an, wie sie laufen. Nächster Klick. Im Prinzip wie beim Bargeld, nämlich Ware gegen Geld. Und die Garantie kommt jetzt nicht von der Zentralbank, sondern die Garantie kommt diesmal aus dem Web of Trust. All den Minern, die gemeinsam die Bitcoins schaffen, die gemeinsam die Blockchain aufbauen, die dahinter steht, dafür sorgen, dass diese Blockchain von allen akzeptiert ist. Wenn man sich es allerdings ein bisschen genauer anschaut, und deshalb kommen hier auch gleich die Eigenschaften, dann, es ist zwar eine relativ einfache Kopplung von Kaufrechnung und Zahlung möglich, ein Element von Smart Contract, aber es findet nicht ganz in Realzeit statt. Die Bitcoin braucht unter Umständen 15, 20 Minuten, bis sie geklärt ist. Und auch das nur bei begrenzter Last des Netzwerkes. Und
machen wir uns nichts vor, sie ist auch noch nicht flächig akzeptiert, auch wenn erste Banken jetzt dabei sind, sie zu akzeptieren. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre tatsächlich der digitale Euro. Hier haben wir ihn und wenn wir nochmal klicken, dann sehen wir, wie er technisch aussieht, so nämlich. Und es ist kein Zufall, er sieht im Grunde aus wie eine Barzahlung und er ist eigentlich auch nichts anderes. Ich nehme nochmal diesen Euro hier, das ist ein physischer Euro. Wie gesagt, der Herr Draghi hat ihn persönlich unterschrieben, jeden einzelnen dieser Euros. Ich habe ihn im Portemonnaie und wenn ich meinen Nichten oder Neffen was gut tun will, dann nehme ich einen Briefumschlag, dann tue ich diesen digitalen Euro hier in diesen Briefumschlag und dann schicke ich ihn los und die haben ihn. Das ist natürlich ein bisschen old-fashioned. Im Grunde ist der digitale Euro nichts anderes, aber er ist kein physisches Instrument, er ist ein logischer Token. Er ist ein elektronischer Token, über den wir hier reden. Und diesen elektronischen Token, den pappe ich eben nicht in den Briefumschlag, sondern den hänge ich schlichtweg an meine WhatsApp dran. Den kann man also einfach weitergeben, wie man es einen Geldschein, wie man einen Geldschein weitergeben kann, um ihn an andere zu transferieren und dieses in Millisekunden schneller. Und damit haben wir dann etwas geschafft, was auch die Bitcoin nicht geschafft hat. Damit haben wir es sozusagen rund gemacht. Wiederum einfache Kopplung, Kaufrechnung, Zahlung in Realzeit und mindestens im Euro-Zahlungsraum akzeptiert, vermutlich noch weit darüber hinaus. Passt man das alles zusammen, dann ergibt sich das folgende Bild. Letzter Klick. Wir kommen aus einer Welt, die einfach war, die Welt des Bargeldes. Wir machen es immer komplizierter und da stehen gute Gründe dahinter. Mit SEPA, mit E-Payments und M-Payments, mit Instant Payments. Aber irgendwo kommen wir wieder an die Oberfläche. Mit Request to Pay und EPI schaffen wir was, was ähnlich gut funktioniert wie E-Payments und M-Payments mit PayPal. Aber dann kommt am Ende etwas, was noch einfacher ist, nämlich die einfache Welt der Zahlung mit digitalen Währungen. Mit einem digitalen Euro, mit einem digitalen Dollar. Es könnte allerdings auch ein Diem sein. Es könnte auch eine Bitcoin sein, wenn sie nicht so instabil wäre. Dieses als kleine Einführung, Geschichte der Payments in den letzten 20 Jahren. Und damit soll es aber auch wirklich gut sein. Damit würde ich jetzt wieder gerne in unsere Runde zurückgehen und mal einen Innovationszyklus nach dem anderen ein wenig durchspielen. Lassen wir uns nochmal den Blick zurückwenden auf die erste Runde, nämlich SEPA. SEPA, für viele eigentlich nur die IBAN. Ist das nicht ein bisschen unterschätzt? Und hier würde ich gerne mal alle Teilnehmer aus der Runde fragen, vielleicht tatsächlich den Herrn Binnenbösel als Ersten. Wo waren Sie eigentlich tätig, als SEPA kam? 2008 folgende war das. Und welche Position hatten Sie da eigentlich jetzt für Ihre Stakeholder? Also in dem Fall waren es ja Ihre Händler und auch die Endkunden. Und vielleicht erzählen Sie bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen über sich, warum Sie diese Position hatten und warum Sie das Thema interessiert hat. Ja, gerne. Also ich gehe vielleicht noch ein Stück weit zurück und zwar ins Jahr 1998. Dort habe ich nämlich mein Herz für den Einzelhandel entdeckt und bin in einem Vorläuferverband des Handelsverbandes gelandet, noch in Bonn tätig. Und 2004 erst habe ich die Zuständigkeiten für den Zahlungsverkehr übernommen. Damals waren wir noch sehr Bargeld geprägt, muss ich sagen. Wir hatten Heros gerade als interessanten Fall. Da ging es darum, dass man Bargeld ein Stück weit sicherer machen sollte. Aber es kam auch sehr schnell dann die EC-Karte, wie sie damals noch hieß, in den Blick. Akzeptanz im Discount-Bereich, das ging da gerade so los. Also dass man gesehen hat, hier tut sich was, Kartenzahlung nimmt tatsächlich Schwung auf. Wir haben dann auch gleichzeitig eine Beschwerde gegen Mastercard und Visa beim Bundeskartellamt eingereicht, auch europäisch entsprechende Verfahren angestellt. Und dann kam irgendwann der Gedanke SEPA, machen wir das alles mal europäisch. Unsere damalige Befürchtung, ich war dann auch schon für den Gesamthandel zuständig, die war eben die, dass wir ein starkes nationales Verfahren haben, nämlich die EC-Karte, wie sie damals hieß, vereint hat auch dort das ELV-Verfahren, das Lastschriftverfahren stattgefunden. Und das war unsere Befürchtung, dass wir dieses verlieren konnten. Wir hatten nämlich damals die einmalige Situation, auf einer Karte Wettbewerb zu haben. Und das war dem Handel ganz wichtig, dass man eben dort mischen konnte und entsprechend verhandeln konnte, möglicherweise auch. Das ging uns nicht weit genug, aber es ist eine andere Sache. Und dort kam eben SEPA ins Spiel und da war unsere
Hauptaugenmerk natürlich, die nationalen Verfahren so lange wie möglich zu erhalten. Wir haben dann auch ganz stark für eine Freiwilligkeit eingetreten. Sie kennen die Entwicklung, dass aus der Freiwilligkeit eine sogenannte marktgetriebene Migration entstanden ist. Also der Markt sollte selber SEPA schätzen, lernen und umsetzen. Und am Ende, wissen wir, kam dann doch das gesetzliche Enddatum, was wir dann letztendlich auch mit unterstützt haben, weil es uns gelungen ist, in der Zwischenzeit auch SEPA ein Stück weit einzudeutschen. Also die klassische Lastschrift, die hat sich ja einige Male dann auch durch Änderungen noch ein Stück weit reduziert. Ich erinnere an die Ankündigung 14 Tage im Voraus und entsprechende Schwierigkeiten. Das haben wir inzwischen alles überwunden. Und insoweit haben wir es positiv begleitet, den SEPA-Prozess. Und wir wünschen uns, vielleicht lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, eigentlich, dass das Gleiche bei Instant Payment passiert. Dass wir vielleicht die marktgetriebene Migration überspringen sogar und zum New Normal kommen. Das heißt also ein Enddatum festlegen. Warum brauchen wir noch eine andere, wenn es eben in Echtzeit gehen kann? Soweit von mir. Ich komme auf diese Bemerkung gerne noch zurück, weil wir ja da sehr heiße Diskussionen durchaus in Deutschland und Europa haben. Also sozusagen, muss man Instant Payment zum Standard machen oder muss man es nicht? Also das wird uns noch bewegen, denke ich. So, jetzt gehe ich sozusagen ganz an die andere Seite der Kette. Herr Metzger, Sie waren ja damals durchaus in der Bundesbank schon tätig für SEPA, verantwortlich aus Bundesbanksicht für SEPA. Wie sahen Sie es denn zum damaligen Zeitpunkt und wie sehen Sie SEPA heute, insbesondere auch an dem Aspekt Stärken und Schwächen? Also ich habe das damals schon als Muss gesehen. Das war etwas, was wir tun mussten, um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum herzustellen, um auch für die Wirtschaft und die Bürger in Europa es wirklich möglich zu machen, Zahlungen europaweit ganz einfach durchzuführen, so wie seither national auch. Und da kommt, glaube ich, eine Komponente noch rein. Der SEPA-Standard oder das SEPA-Scheme geht ja weiter als das, was wir vorher in Deutschland mit dem DTA-Standard haben. Mit SEPA haben wir zum ersten Mal einen Standard, der über den Interbankenbereich hinausgeht, der den Endkunden mit einbezieht. Und ich glaube, das ist ein Pfund, mit dem wir in Zukunft noch wuchern können. Wir haben mit SEPA einen europäischen Standard, wir haben ein europäisches Scheme, das kann man sogar eine europäische Plattform nennen, die als Basis für weitere Innovationen denkbar sind, die man da dranhängen kann. Über Instant Payments haben wir schon gesprochen und der digitale Euro ist für mich auch etwas, das hervorragend zu SEPA passt. SEPA ist für uns die Eintrittskarte. SEPA ist die Basisinnovation, auf der wir aufbauen. Nachteile, Schwächen. Besonders kundenfreundlich ist es nicht ausgefallen. Ich kann mich an die Diskussion um IBAN, die schreckliche, sehr gut erinnern. Wir haben da, glaube ich, damals ein bisschen die Convenience außer Acht gelassen. Und Convenience ist im Zahlungsverkehr extrem wichtig. Und auch ein weiterer Punkt, da bin ich ganz bei Herrn Binnenbösel. Am Ende brauchten wir eine starke koordinierende Hand. Am Ende war es eine Verordnung der EU-Kommission, die dafür gesorgt hat, dass wir den Sprung geschafft haben. Und vielleicht können wir dieses Mal diese Zwischenphase, die Parallelität von alt und neu, die Migration von alt auf neu, vielleicht können wir die ein bisschen besser gestalten, ein bisschen verkürzen, ein bisschen besser steuern. Ja. Eins darf ich, Herr Metzger, heutzutage schon noch sagen, nämlich es war tatsächlich dieser Zwang, von dem Sie wie ich glauben, er war notwendig. Die Bundesbank hat es ja sogar in ihrer Werbebotschaft deutlich gemacht. Ich erinnere mich an die Werbung für SEPA zum damaligen Zeitpunkt, genauer für die IBAN. Aus dieser Nummer kommen Sie nicht raus. Korrekt. Hatte ja durchaus so ein bisschen was Bedrohliches eigentlich auch an sich. Aber nochmal, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass manche Revolutionen eben Kommando brauchen und Ansage brauchen, damit sie dann auch wirklich stattfinden. Mhm. So, und jetzt haben wir sondern zwischen dem Herrn Binnenbösel und dem Herrn Metzger denjenigen, den es getroffen hat auf der gesamten Transferstrecke, das ist der Armin Gerhard. Auf der Transferstrecke nämlich jedes Payment, was irgendwo beim Kunden endet und über die Bank und die Bank zum Kunden zurückläuft, läuft im Prinzip nicht jedes, aber viele durch die EFIS. Wie habt ihr denn die SEPA-Umstellung
empfunden zum damaligen Zeitpunkt? Was waren für euch Stärken, Schwächen, Probleme und Highlights? Ja, du hast vorhin schon erwähnt, dass ich aus der Technik komme. Und da muss ich allerdings ein paar Jahre mehr zurückgehen. Das war 1972, wo der erste Check-Sortierer in Betrieb genommen worden ist, also ein bisschen früher. Und da kann ich den direkten Sprung zu heute machen. Der Check war damals ein Instant Payment, so wie ich Instant Payment sehe, nämlich wenn er übergeben worden ist und da hat man nicht mehr als 2 Sekunden gebraucht, war das Geld auf der anderen Seite, aber auch das Recht, das heißt den Check, den ich entgegengenommen habe, der war dann mir und ich konnte sagen, okay, ich habe jetzt das Geld und der Gegenüber konnte sagen, ich habe bezahlt und da gibt es Checkgesetze und alles, was hinten dran ist. Und ich bin ein Fan von Instant Payment, aber nicht dem Instant mit den 2 Sekunden oder so etwas, sondern dass wir mit Instant Payment wieder ein finales Payment haben. Deshalb bin ich auch kein Fan von TIPS, sondern von FIPS für Final Payment Services. Mit diesem Final Payment, und da unterscheiden wir uns genau in dem Bereich, wo wir nachher nochmal drauf kommen, sind wir nicht in der PayPal-Welt, wo irgendetwas auf irgendeinem Konto, wo nicht hinten dran gesettelt ist, sondern wir sind in der Welt, wo wirklich der Wert übergegangen ist an den anderen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir zwischen dem Instant-Diskussion mit 2 Sekunden und 2 iPhones aneinander stumpen und da sind 10 Euro rübergeflossen, das macht es nicht aus. Sondern dem Instant, dass ich eine sofortige Rückmeldung habe, wenn das Geld auf der anderen Seite nicht aktiv angekommen ist. Und deshalb ist gerade in dem Bereich zum Beispiel die Rentenversicherer und solche sind sehr stark daran interessiert, dass Instant ausgebaut wird, weil die sind daran interessiert, wenn sie jemanden nicht mehr erreichen, wegen Konto erlöschen oder sonst was, nicht am nächsten Tag in der Bildzeitung stehen, sondern sofort die Rückmeldung bekommen, okay, es ist nicht erreichbar. Und das ist für mich das Instant, also nicht die 2 Sekunden. Vielleicht das mal ein bisschen von der Historie. Die andere Sache, Herr Binnenbösel, wir haben uns kennengelernt im Vorfeld des SEPA und am Anfang in den ersten Runden, wo ich dazu kam bei Ihnen, habe ich immer gesagt, wovon sprechen die? Die haben alle von Zahlungsverkehr gesprochen und ich habe sie nicht verstanden. Warum? Weil ich auf der anderen Seite des Zahlungsverkehrs groß geworden bin oder mich reingelebt habe. Und zwar ist da für mich, für das SEPA, der Beginndatum nicht 2014 oder sowas, sondern das war 2001 mit der Lissabon-Agenda. Und dieser Spruch, Zahlungsverkehr brauchen wir in Europa, der immer funktioniert als Rückgrat der Wirtschaft, sehen wir im Moment in der Corona-Zeit ganz wichtig. Es gibt keine von den großen Firmen, die zum Beispiel auch über uns zahlen, die ihre Löhne später gezahlt haben, wegen Homeoffice oder sonst was. Sondern der Zahlungsverkehr im Hintergrund, der hat einfach funktioniert. Ob das jetzt SEPA-Format ist, wobei ich dagegen bin gegen das SEPA-Format. Also ich bin für das Original-ISO-Format. CGI heißt es weltweit. Die großen Industriefirmen zahlen schon lang XML weltweit, ohne dass sie SEPA dabei beachten müssen. Das heißt, diese Idee mit dem SEPA und dem XML ist schon längst ein Exportschlager, nur wir verkaufen ihn zu wenig. Und Herr Binnenbösel, wir haben damals ja dann darum gekämpft, dass wir unsere Lastschrift erhalten konnten in den rechtlichen Dingen. Und das ist meiner Ansicht nach der Hauptfehler, den wir bei SEPA gemacht haben und den wir hoffentlich bei den neuen Dingen nicht machen. Wir haben das ganze SEPA aus technischer und IT-Sicht gesehen. Da gab es Diskussionen, dass die Rechner nicht groß genug sind. Und wir haben die SEPA-Diskussion 2002, 2003 begonnen. Und da hieß es, dass ja 5-mal so viel Datenvolumen, das wir jetzt transportieren können, als wir heute transportieren. Ich habe da mal geguckt, von allein 2002 bis 2009, als die SEPA-Lastschrift theoretisch in Betrieb ging, praktisch ging sie dann erst 2014 in Betrieb, hat sich die Rechnerkapazität und die
Plattenkapazität mehr als verzehnfacht. Das heißt, das, was wir 2002 für DTA gebraucht haben, war die Rechnerkapazität so viel größer gewachsen, dass das eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Aber wir haben uns auf zwei Dinge konzentriert. Das eine war eine politische Geschichte, und zwar der IBAN. Weil in einer Besprechung, wo ich auch dabei war, war eine größere Runde, so ähnlich wie hier diese Runde, wurde gesagt, gegenüber einer EU-Mitglied, warum ist denn eigentlich der Zahlungsverkehr in Europa teurer als in Deutschland? Und da ist ein ganz cleverer Banker aufgestanden, der auch wirklich sich auskennt, hat nur in dem Moment wahrscheinlich nicht an den Hintergrund gedacht. Da hat er gesagt, ja, weil wir in Deutschland es standardisiert haben und europaweit ist unterschiedlich. Und das ist halt ein Problem mit Kontonummern, Bankleitzahl. Und wenn wir den IBAN bekommen würden, dann könnten wir in Europa genauso gut Zahlungsverkehr machen wie in Deutschland. Und damit war der IBAN gesetzt. 3 Jahre später gab es diese Regelung. Die Postbank hat gesagt, wenn eine IBAN draufschreibt, ist in Europa auch kostenlos. Und lauter so Dinge sind dann entstanden. Da ist der IBAN auf einmal in den Mittelpunkt gerückt. Das Thema XML, das ist hinten ein Transportformat. Und dass man über XML diskutiert hat im Zahlungsverkehr. Man hat davor auch nicht darüber diskutiert, ob die Zahlung in EBCDIC oder ASCII verpackt war. Sondern man hat gesagt, das ist DTA, jeder Techniker wusste, wie es geht. Und keiner von den Betriebswirtschaftern hat sich dafür interessiert. Und mit diesem XML ist das ganze Ding auf einmal hochgespielt worden und ist auf einmal zu einer Hype geworden, wo jeder, der keine Ahnung davon hat, darüber gesprochen hat und wir riesengroße Diskussionen geführt haben. Ich will ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wo es absolut schief ging. Wir hatten mit Einführung SEPA dann 113 Purpose Codes festgelegt. Also Gründe, warum die Zahlung stattfindet. Und dann haben wir auch untersucht, ich weiß nicht, Herr Binnenbösel, ob Sie sich noch daran erinnern, wie oft welche Purpose Codes benutzt werden. Also in Deutschland hieß das damals Textschlüssel. Da gab es einen Textschlüssel für vermögenswirksame Leistung. Und als wir dann die SEPA eingeführt haben, ist im Prinzip ein einziger Purpose-Code noch genommen worden, der hieß ASSA. Das heißt, wir haben heute 91% der Zahlungen, die laufen mit dem Purpose-Code ASSA. Es beachtet gar keiner mehr. Das heißt, es sind Kleinigkeiten hochgespielt worden, die natürlich bei Konferenzen und so Sachen unheimlich interessant waren, für alle, die ein bisschen Technik interessiert waren. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir wandeln jetzt die Farbe vom Papier um, wir nehmen nicht mehr blaues Papier, sondern rotes Papier und machen unseren Zahlungsverkehr europaweit. Aber ohne diese Aktion wären wir heute nicht in der Lage, die Weiterentwicklung voranzutreiben. Deshalb vielen Dank, dass es SEPA gibt, vielen Dank, dass wir die Kämpfe gemacht haben, aber wir müssen SEPA wirklich unter dem Gesichtspunkt, dass wir europaweit vernünftig zahlen können und inzwischen weltweit, war das der absolute Anstoß. Und da können wir heute gerade in der Corona-Zeit absolut dankbar sein, dass unser Zahlungsverkehr hinten so gut läuft. Das war doch fast schon das Wort zum Sonntag. Nein, das war das Wort zur ersten Innovationswelle. Also klar, vieles ist schiefgelaufen, aber insgesamt wirklich notwendige Basis gelegt für weitere Entwicklungen, inklusive Instant Payments etc. etc. Genauso sollten wir es stehen lassen. Nichtsdestoweniger, denken wir an 2000, da kam die erste E-Commerce-Welle oder sogar breiter E-Business-Welle. Und sozusagen von der Seite rein kam diese Erkenntnis, wenn da Händler und Kunde im Netz operieren, dann nützt mir eine Überweisung relativ wenig, eine Lastschrift auch relativ wenig, weil ich einen Zeitversatz habe und keine Bindung habe eben zwischen letztlich dem Kauf der Rechnung und der Zahlung. Und das haben natürlich Firmen ausgenutzt wie PayPal. Was heißt ausgenutzt? Sie haben eine nutzengenerierende Lösung geschaffen wie PayPal, wie Amazon Pay. Und letztlich sind auch die heutigen Mobile Payments genau in dieser Tradition. Also ein Apple Pay genau in dieser Tradition. Und damit sind wir bei der zweiten Runde der Innovation, die nun keineswegs
von öffentlichen Auftraggebern kam, aus der Exekutive kam, von den Zentralbanken kam, sozusagen privatwirtschaftlich generiert worden war. Und da würde ich gerne nochmal die Frage an den Herrn Binnenböse richten. In dieser zweiten Runde, was haben denn aus Ihrer Sicht PayPal und Co. bei Händlern und Kunden bewirkt? Ja, also eine ganz spannende Geschichte, die ja auch mit dem Online-Shopping, E-Commerce ja eng zusammenhängt. PayPal hat eine ganz eigene Geschichte. Dort wurde ein Problem gelöst, wo sich eben Händler und Verkäufer treffen mussten und jemanden brauchten, der für die Zahlung auch einsteht. Käuferschutz als Beispiel oder eben auch die Zahlungsgarantie auf der anderen Seite. Und insofern ist das hier eine ganz besondere Geschichte, die im Internet, wo sich eben nicht zwei gegenüberstehen, einen Ausgang gefunden hat. Wenn man das Ganze auf der POS-Basis, also noch den klassischen stationären Einzelhandel, der nach wie vor fast 90% des Umsatzes generiert, betrachtet, dann sind es gar nicht mal diese neuen Player, die sich bisher, ich sage ausdrücklich bisher, dort hervorgetan haben. Aber man kann sehen, in den letzten Jahren, nehmen wir das Beispiel Apple Pay, sich schon als Game Changer etabliert haben. Das eine war, dass sie sehr medienwirksam natürlich sind. Lassen Sie mich sagen, auch entsprechend gepusht. Wir haben im Einzelhandel gesehen, dass es eben auch vom Vorstand ausging in vielen Unternehmen. Dort war das iPhone gängig und jeder, der eben entscheiden konnte, hat gesagt, geht das auch mit dem iPhone? Und insofern hatten wir da einen Plattformbetreiber, den es nicht zu ignorieren galt. Aber was eigentlich vorausging und was im POS-Bereich, im stationären Bereich, der wirkliche Anlass war, das war die Kontaktlos-Technologie in Verbindung mit der Girocard. Das hat den wirklichen Ausschlag gegeben. Auf den können jetzt alle anderen aufbauen, auch Apple Pay, auch PayPal, Amazon Pay können sich eben im stationären Handel auf diesen neuen Standard auch einschießen. In Verbindung mit Girocard sage ich deshalb, weil die Kreditkarten das ja auch schon vorher hatten, aber eben auf einer Kostenbasis, die im Handel nicht besonders beliebt war. Aber der NFC-Umbau im Einzelhandel, der ist sozusagen abgeschlossen und das ist sozusagen jetzt der Ausgangspunkt für Mobile Payment, für ganz neue Dinge. Und das ist auch für den Handel sehr interessant. Hier kann man eben neue Touchpoints schaffen, also Mehrwerte generieren, für die der Zahlungsprozess eigentlich nur der Auslöser war. Und insofern ist Zahlung, wenn man das mal konkret nimmt, der Zahlungsprozess aus Handelssicht gar nicht mehr ausreichend. Er ist notwendig, aber nicht hinreichend. Und deswegen haben wir mit Kontaktlos-Technologie den nächsten Schritt zum Mobile Payment jetzt quasi vor uns. Und Corona beispielsweise ist als Beschleuniger nur der Treibstoff. Aber die hohe Dynamik, die wir im Moment sehen im Einzelhandel, das Interesse, das besteht an solchen Lösungen, gerade bei den Großen, das kann man schon sagen. Und zurückzukommen nochmal auf die Frage, die Big Techs insgesamt, die haben natürlich hier eine entsprechend bessere Ausgangsposition aufgrund kurzer Entscheidungswege, aufgrund der Plattform, die sie schon betreiben und entsprechend auf der Basis der großen Reichweite und Akzeptanz, die sie haben. Ich würde gerne direkt an den Herrn Metzger weitergeben. Herr Metzger, haben Sie jetzt als Repräsentant der Bundesbank eine spezifische Meinung zu dem Thema kontaktlos versus kontaktbehaftet, Bargeld versus Nicht-Bargeld? Oder sagen Sie, das ist im Grunde etwas, was die Zentralbank gar nicht so interessiert, das beobachten wir einfach und lassen es mal laufen? Also da muss ich natürlich als Erstes sagen, wir sind in der Tat neutral. Jeder soll so zahlen, wie er kann und wie er möchte. Also wir haben da wirklich keine Präferenz. Wir sind neutral. Und ansonsten, würde Sie vielleicht überraschen, sind wir, glaube ich, ziemlich dicht beim Herrn Binnenbösel. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was er gesagt hat. Und gerade auch die Girocard, ich halte jetzt meine Girocard mal hoch, das hat eigentlich letztlich in der Corona-Krise, konnten wir sehen, wie da die Umsätze regelrecht explodiert sind. Und das hat, ob das ein Verbraucherverhalten ist, das dauerhaft geändert ist oder nicht, muss man sehen. Aber im Moment ist es jedenfalls so. Und als Nächstes verschwindet diese Girocard hier im Smartphone. Das ist, was wir sehen, weil wenn meine Kinder aus dem Haus gehen, die haben eigentlich nur noch das Smartphone einstecken. Den Geldbeutel nehmen die nicht mehr mit. Ich bin oldschool, ich habe noch beides, aber
Das ist die Richtung. Herr Binnenbösel hat es, glaube ich, gut beschrieben. Da muss ich nichts hinzufügen. Und dann wäre es Ihnen aber auch wieder egal, ob auf dem Smartphone anschließend Apple Pay läuft oder die Girocard der deutschen Banken läuft? Da sind wir nicht so ganz neutral. Also wir bevorzugen doch eindeutig eine europäische Lösung. Ich möchte das europäisch unterstreichen. Die muss nicht deutsch sein. Sie darf einen deutschen Kern haben. Wir finden das sehr wichtig. Stichwort European Payment Initiative, dass da deutsche Banken mitmachen und vorne mit vertreten sind. Auch die deutsche Kreditwirtschaft durch ihre Verbände da vorne mit vertreten ist. Das finden wir richtig. Also da wäre uns europäisch schon lieber als einer von den Global Players. Ja. Dann nehmen wir das gleich mal als Merkposten auf, weil es gibt ja eine vierte Runde, über die wir diskutieren werden. Und da kommt genau dieses Thema EPI natürlich wieder zum Vorschein. Ich würde aber noch mal gern einmal den Armin Gerhard auch das Wort geben zu sagen. Und wie sieht jetzt ein Zahlungsabwickler dieses Thema der sich dazwischen schiebenden PayPals, Apple Pays und so weiter? Belastet euch das irgendwo oder freut euch das irgendwo oder ist es euch ziemlich egal? Gut, als erstes kann ich mal sagen, mir ist es eigentlich als Betreiber ziemlich egal, denn wir sitzen erst im Prozess hinten dran. Aber ich möchte noch mal einen kleinen Sprung zurück machen, was wir jetzt gesprochen haben über diese E-Payments und M-Payments und so. Da sind wir halt sehr stark im B2C-Bereich. Und ich selber bewege mich eigentlich im Wesentlichen im B2B-Bereich. Und da muss ich sagen, da haben wir vor 25 Jahren einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich weiß, dass manche sagen, jetzt nennt er wieder das böse Wort Edifact. Aber wir waren damals so weit, dass wir von den Banken, aber dummerweise von den Banken der Industrie erklären wollten, wie normierter Informationsaustausch funktionieren kann. Und die Industrie kannte damals schon das Wort Edifact. Und die Banken wollten der Industrie erklären, wie man Edifact macht. Dann kam diese Euro-Umstellung dazu und deshalb ist letztendlich die Initiative in Deutschland gestorben, dass wir damals Edifact eingeführt haben. Und Edifact hat den Ursprung letztendlich, was wir jetzt in Zukunft mit Gewalt versuchen zu erreichen, den Request for Pay. Denn die eigentliche Geschäftstransaktion, die elektronisch abgewickelt wird im B2B-Bereich, war zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr stark mit Edifact abgewickelt worden. Also Metro hatte eine große Aktion, Mediamarkt und die waren alle unterwegs mit dem Austausch von Geschäftsinformationen auf der Basis von Edifact. Und dann kam halt, und das habe ich selber miterlebt, mit dem Thema Internet und neuen Markt, kam auf einmal der Hype für I- und M-Payments. Und alle haben gemeint, wenn wir I- und M-Payments machen, dann können wir riesenhaft Geld verdienen. Wir wissen, wie es mit dem neuen Markt ausging. Die ganzen, die da hochgeschossen sind, sind eigentlich alle ins Grab gegangen. Und man hat gemeint, Zahlungsverkehr wäre jetzt etwas ganz Modernes, wenn wir nicht über Edifact oder sowas reden, sondern über I- und M-Payment. Dass man unten drunter ein Format braucht, um es zu transportieren. Ein Format, das jeder versteht, der miteinander arbeitet. Und wenn wir heute nach dem größten Zahlungsverkehrsmarkt, den es gibt auf der Welt, gucken, das ist nämlich China, da ist die Basis immer noch Edifact. Weil die haben es damals begriffen, dass man ein Format unten drunter braucht. Aber und Armin, das können wir doch mit SEPA Request to Pay heilen. Da können wir ja den Fehler korrigieren. Ja, und da wollte ich gerade drauf hin. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir als Bank nicht dem Handel und der Industrie erklären, was eine Rechnung ist. Weil da können die meisten Banken nicht vernünftig mit umgehen. Brauchen wir nur daran zu denken, wie Zinsen berechnet werden und da kriegt man keine Rechnung und alles. Also Buchhaltung und Bank, so was man im normalen Industriegebiet gibt, haben wir große Unterschiede. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Da kam ein Hype dazwischen und deshalb sind wirklich
gute Ansätze verloren gegangen. Und die Angst habe ich, dass wir beim nächsten Hype in dasselbe Loch reinkommen, weil es natürlich viel moderner ist, darüber zu sprechen, dass ich mit zwei iPhones 10 Euro hin und her schiebe, anstatt mich mal einfach darum zu kümmern, dass eine Siemens 500.000 Löhne jeden Monat pünktlich zahlen muss. Aber darüber spricht keiner, weil es funktioniert. Also Zahlungsverkehr geht. Also nehmen wir das gleich nochmal als Pointer für Request to Pay. Ich sehe schon, wir kriegen Rückenwind für die folgenden Innovationszyklen jetzt. Und den dritten können wir jetzt, glaube ich, schon relativ schnell angehen. Instant Payments. Also Herr Binnenbösel, Sie haben ja schon gesagt, wir machen es verbindlich am besten. Brauchen wir eigentlich nur noch das Timing dafür. Und da frage ich aber zwischendrin den Herrn Metzger, wie sehen denn die Zahlen aus zum Instant Payment? Bundesrepublik und vielleicht auch so ein bisschen einen Europablick momentan. Wie viel Prozent laufen denn über Instant Payment? Ja, also Instant Payment, da sind wir heute noch bei nur 7% in Anführungszeichen. Aber wir haben da ganz steile Wachstumsraten. Ja. Das verdoppelt sich von Monat zu Monat. Wir haben 1 Million Zahlungen im Dezember und im Januar. Also wie gesagt, sind es bestimmt 2 Millionen. Also aus meiner Sicht ist das eine rasante Entwicklung und im Timing müssen wir sehen, dass wir die Infrastrukturen, die Banken und auch die Industrieseite vorbereiten. Ich möchte das Thema vom Armin aufnehmen. Wir müssen uns überlegen, welche Transaktionen wir da reinbringen können. Was für Voraussetzungen, dass man erfüllen muss, dass die Gehälter zum Beispiel als Instant Payment gezahlt werden können. Und dann können wir dazu übergehen zu sagen, und das ist übrigens das New Normal, und da gibt es notfalls dann auch eine Verordnung und damit ist es gut, weil wir dann von den beiden doppelten Infrastrukturen wegkommen. Also vom Timing her, wir müssen noch ein bisschen vorbereiten, weil Instant Payment ist noch nicht auf alle Zahlungsarten, insbesondere aus dem B2B-Bereich, vorbereitet. Request to Pay, Gehälter sind genannt worden, da gibt es noch ein paar mehr. Aber wenn wir das abgeschlossen haben, kann es schnell gehen. Da würde ich sagen, 2-3 Jahre, das schaffen wir, das packen wir. Mhm. Herr Binnenbösel, machen Sie damit 3 Jahre alles Instant Payment? Also aus meiner Sicht kann es nicht schnell genug gehen. Ich würde sagen, wenn wir wirklich zum New Normal kommen wollen, dann wird das sicherlich auch diese Zeitspanne dauern. Letztendlich ist es ja klar, man muss Technologien anpassen, man muss auch Problemlösungen schaffen für die Schlechtfälle. Also ich habe auch gelernt, es gibt ja nicht nur gute Transaktionen, es gibt ja auch problematische und dafür muss es auch Lösungen geben. Grundsätzlich will ich aber sagen, dass die Instant Payment der SEPA-Standard dahinter, dass der aus meiner Sicht immer noch geeignet ist, grundsätzlich jede Zahlung auch abzuwickeln. Mhm. Wenn wir überlegen, dass heute eine Girokarte ja nichts anderes ist als eine technische Lastschrift, die dahinter noch abläuft, warum soll das dann nicht auch auf Instant Payment umgestellt werden? Selbst ein Anbieter wie PayPal kann sich dazu entscheiden, letztendlich eine Instant Payment Transaktion zu machen. Das heißt für mich, wir haben hier die Möglichkeit, eine Infrastruktur zu schaffen. Das sind dann noch gar nicht die Produkte, die dahinter stehen. Genau. Zahlungsgarantien, Käuferschutz. Zahlungsgarantien ist jetzt ein Punkt, der dann wegfällt, aber Käuferschutz zum Beispiel für Transaktionen, die vielleicht wieder zurückzubuchen sind, kann man alles obendrauf setzen. Und insofern die Infrastruktur zu schaffen, das muss unsere Aufgabe sein, damit wir wirklich zu diesem New Normal kommen. Und jetzt schaue ich einfach den Armin Gerhard nur an. Ich kenne ihn ja und sage, und wahrscheinlich hat er auch nichts dagegen zu sagen, na ja, in 3 Jahren könnten wir das doch geschafft haben, oder? Kurzes Nicken. Ja, mit einer kleinen Ausnahme. Instant Payment, wenn wir bei unseren 2 Sekunden bleiben, ist mir das an Shit egal, ob wir das schaffen oder nicht. Instant Payment, wie gesagt, aus meiner Sicht muss das finale End-to-End-Payment sein. Und dazu gehören dann auch Regeln, wie trotzdem vernünftige Rückgaben erfolgen können. Da gehören Regeln, wie man sicherstellen kann, wie früher beim Scheck, wenn man den hat, dass das Geld einem selbst ist und dass man das letztendlich weitergeben kann. Also nicht so schlimm wie die Amis, die Schecks 25 Mal weitergeben, sondern dass man das Ganze konsolidieren kann. Ich bin absolut Fan von FIPS auf der Basis von Tipps. Weil wenn wir das Instant Scheme noch ein bisschen ausbauen, in die Richtung, wie du das beschrieben hast, Armin, also die Rücktransaktion, die R-Transaction, die krummen, buckligen, dann kriegen wir es hin, ja.
So, und damit haben wir doch ein wundervolles Statement für die Bank der Zukunft. Oder ich hoffe, es ist Presse dabei. Die können jetzt nämlich sagen, dass alle Stakeholder vom Kunden über den Abwickler bis hin zur Zentralbank der Meinung sind, wir könnten Instant Payments im Sinne von finalen Payments, wohlgemerkt, mit einem vernünftigen Rückgabescheme, wir könnten das in 3 Jahren verbindlich machen. Das wäre doch eine tolle Aussage, oder? Und dann können wir nämlich den 3. Innovationszyklus relativ schnell zumachen und uns dem 4. widmen, was sowieso gut wäre, denn im 4. gibt es viel zu tun. Und deshalb würde ich mit Ihnen jetzt auch gerne in den 4. Innovationszyklus mal einsteigen. Auch da, wir hatten ja schon durchaus unsere Pointer gesetzt, nämlich Request to Pay. Armin Gerhard, jetzt Frage an dich. Schafft das dann die nötige Verbindung von Kaufrechnung und Zahlung? Und kann EPI als European Payments Initiative dieses dann auch europaweit ausrollen und verbindlich machen? Also ich bin immer, EPI nehme ich mal vor, ich bin im Moment bei dem Request to Pay ein bisschen auf der skeptischen Seite, weil die das im Moment propagieren, kenne ich ganz wenige, die wirklich die Industrieseite, die Mittelstandsseite mit zum Beispiel dem DATEV-Steuerberater hinten dran, der ja letztendlich die Rechnung dann auch in die Steuerverwaltung reinbringen muss, in das Accountsystem des Mittelständlers, dass wir da an der richtigen Stelle sind. Ich war zum Beispiel begeistert von den Österreichern, dass ein QR-Code auf die Rechnung machen. Aber dummerweise hatten die nicht den QR-Code mit den Zahlungsinformationen, sondern nur mit den Steuerinformationen. Und das sind Dinge, die wir zusammenbringen müssen. Wie gesagt, eigentlich möchte ich nochmal den ganz großen Sprung zurück zur Edifact machen, aber nicht im Sinne der Edifact als Format, sondern der Idee, dass ich vom Beginn einer Bestellung bis hinten zum Schluss zur Zahlung die durchgehende Information mit einer eindeutigen Referenz bekomme, wo ich es einfach durchziehen kann. Und wenn ich überlege, dass wir zurzeit im Moment gerade im letzten Herbst eine GPI-Initiative gemacht haben, dass wir Zahlungen in die Welt verfolgen können, wo sie gerade liegen, so ähnlich wie DHL oder den Träger macht, dass wir das schon elektronisch hinkriegen und dabei das Ganze nur daran hängt, dass wir eine eindeutige Referenz durchziehen und ich bei dem Request to Pay nirgends im Moment wirklich diesen Gesichtspunkt sehe. Es wird darüber gesprochen, dass man da ein bisschen ein anderes Format braucht. Entschuldigung, das ist eine Aufgabe für Techniker, ein Format umzusetzen. Aber den betriebswirtschaftlichen Ablauf von der Bestellung, die letztendlich in dem SAP-System oder wie auch immer das System heißt, schon eine eindeutige Referenz hat, über die Rechnungsstellung, über die Bezahlung bis wieder zurück. Wenn wir das hinkriegen, dann bringen wir uns da voran. Und ich glaube, die Basis haben wir und vor allen Dingen, wir haben mutige Leute. Ich weiß, dass Jochen von Anfang an bei Tipps gesagt hat, wir können nicht nur Euro, sondern wir beachten bei dem ganzen Verfahren auch darauf, dass man auch in Schweizer Franken oder Schwedenkronen oder sowas. Kronen sind ja, genau, dass man nicht an diesen Kleinigkeit von Euro hängen, weil 4, 5 Banker sagen, oh, wenn wir das umstellen müssen, da haben wir ja ein Zahlungsverkehrssystem für Euro, das hat uns damals schon viel gekostet. Und dann haben wir noch ein Zahlungsverkehrssystem für US-Dollar, das in New York gemanagt wird und in Indien programmiert. Und dann brauchen wir noch ein Zahlungsverkehrssystem, wo eine Stelle mehr kann. Entschuldigung, als ich jung war, bin ich nach Österreich zum Skifahren gefahren. Damals konnten wir das noch, heute geht es ja nicht mehr. Und da hatte ich einen Euro-Scheck mit. Und bei einem Euro-Scheck habe ich in das kleine Feld einfach reingeschrieben, ATS, österreichische Schilling. Und da war auf einmal die 1000, die davor stand, österreichische Schilling, anstatt, wo ich in Deutschland war, D-Mark. Das heißt, wir hatten schon in den 60ern ein Verfahren, das uns end-to-end
währungsübergreifend in Europa akzeptiert war. Und da haben wir auch Lösungen gefunden, wie wenn was schief geht, wir es verhandeln können. Der Euro-Scheck war halt einfach auf 400 D-Mark begrenzt und für den ist garantiert worden. Und solche Sachen, die werden im Moment nicht diskutiert. Es wird darüber diskutiert, ob 2 Sekunden oder 3 Sekunden oder 6 Sekunden dauern können. Das ist der falsche Ansatz, weil das hat mit dem eigentlichen Geschäft nichts zu tun. Darf ich da kurz noch was dazu sagen? Ja, genau. Ich glaube, man muss da beim Request to Pay unterscheiden zwischen Einsatz an der Ladenkasse, Point of Sale, Einsatz im Internet, E-Commerce und B2B, Business to Business. Das sind ein bisschen unterschiedliche Anforderungen und ich glaube, die Ladenkasse ist das schwierigste Thema. Das würde ich deshalb als erstes ein bisschen nach hinten schieben. Wenn wir den Request to Pay für die anderen beiden Themen gut hinkriegen, wäre schon ganz viel gewonnen. Okay, also B2B hätte Vorrang bei Ihnen vor Ladenkasse mit B2C momentan. Ja. Wenn wir über Request to Pay reden. Genau, genau. Und jetzt nochmal die gleiche, nein, nicht die gleiche Frage, sondern wiederum an Sie die Frage, European Payment Initiatives, aus Ihrer Sicht nett zu haben, stark wünschenswert, ein absolutes Muss, wo sind Sie da auf der Skala? Also stark wünschenswert gefällt mir gut. Weil ich glaube, damit können wir den europäischen Aspekt abdecken. Da geht es auch irgendwo um eine strategische Autonomie. Von wie vielen Plattformen, welcher Anbieter wollen wir abhängig werden? Wir haben, glaube ich, in Europa doch auch mit unseren Überlegungen zum Datenschutz ein Alleinstellungsmerkmal, das zum Beispiel so von China sicher nicht geteilt wird. Also da, glaube ich, gibt es einen Grund, warum wir strategisch versuchen sollten, eine eigene Lösung zu haben. Und die European Payment Initiative versucht ja beides. Sie versucht sowohl an der Ladenkasse eine Lösung zu bieten, als auch im E-Commerce. Und Person-to-Person sollte auch noch gehen. Und da, glaube ich, gibt es schon sehr gute Ansatzpunkte. Das liegt im Raum des Möglichen. Das ist machbar. Und das wäre dann auch eine Form der Zusammenarbeit, bei der die Banken, sage ich mal, sich vor allen Dingen auch auf das Frontend konzentrieren würden. Also nach dem Motto, wie kommt die EPI-App auf mein Smartphone? Und wir als Eurosystem, als Zentralbanken sind gerne bereit, Instant Payments da als Settlement-Infrastruktur hinten dran zu stellen. Aber eigentlich muss man hier vor allen Dingen ein Produkt haben, ein EPI-Produkt, ein Minimal Viable Product, das muss schnell kommen, wo man zeigen kann, jawohl, in Europa, wir schaffen das, wir kriegen es hin. Aber was ich von der EPI-Initiative höre, zum Beispiel von Herrn Schmalzl oder von der Frau Weimert, sieht es gar nicht schlecht aus. Vielleicht wird Quid die europäische P2P-Variante, also Person-to-Person-Payment-Variante, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir das bald an den Start kriegen. Aus meiner Sicht, ja, sieht gut aus, strategisch ein Muss, wir brauchen es. Ich habe einen ganz ängstlichen Einwurf. Ein gutes Abschlussstatement zum vierten Innovationsthema, was wir hatten. Und mit Blick auf die Uhr für das fünfte, dem digitalen Euro oder seinen Alternativen, bräuchten wir natürlich jetzt noch mal eine halbe Stunde, die wir nicht haben. Deshalb muss ich es an dieser Stelle ganz kurz machen. Erste Frage an Herrn Metzger und dann jeweils eine Frage noch an die beiden Kollegen in gleiche Richtung, nämlich: Brauchen wir den digitalen Euro? Brauchen wir ihn schnell? Oder können wir das Feld nicht viel einfacher Diem überlassen, also der quasi Facebook-Währung oder vielleicht auch dem digitalen Renminbi? Also ich glaube, ich kann das auf zwei prägnante Punkte zusammenfassen. Wir sollten auch hier versuchen, strategisch europäisch zu denken und uns nicht in Abhängigkeiten begeben. Zweitens, wir brauchen einen digitalen Euro, der mehr kann als der Euro, den wir heute schon haben. Das wäre für mich das weite Feld der Programmierbarkeit. Herr Penzel, Sie haben da schon gleich mal ein Token draus gemacht. Ja. Das ist es, was es braucht. Das ist die Innovation. Wenn der digitale Euro nur das kann, was die Girocard kann, das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Und das brauchen wir dringend. Und insofern hat Frau Lagarde recht. Wir sollten uns anstrengen, dass wir die 2025 schaffen. Herr Binnenbösel, sehen Sie es auch so? Also durchaus, ja. Ich sehe auch, dass wir den digitalen Euro brauchen. Ich würde vielleicht auch gar nicht so weit gehen, um zu sagen, wir brauchen direkt das programmierbare Geld, sondern für den Handel, zumindest auch im Endkundenbereich, würde sicherlich auch ein MVP in dieser Form reichen, dass wir den digitalen Euro an sich haben.
der Bargeld ersetzt und insofern in allen Geschäftsfällen, die eben B2C notwendig sind, auch funktionieren würde. Aber wir brauchen ihn, um auf Augenhöhe zu kommen, beziehungsweise diese auch zu erhalten. Denn wir sehen, es gibt Stablecoins, Initiativen, die Fuß fassen werden. Und wir werden auch sehen, dass auch Händler dann dort den Kunden folgen, dort hinein. Und wie sich das weiterentwickeln kann, wenn Plattformen an Macht gewinnen, das kann sich jeder, glaube ich, auch dann vorstellen. Und um dies zu verhindern, ist, denke ich, der digitale Euro sehr nützlich. Ob das in diesem oder im nächsten Jahr geschehen muss, das sei dahingestellt, aber auf Sicht brauchen wir den sicherlich. Armin, dir bleibt keine Zeit mehr zu widersprechen, denn wir sind im Grunde am Ende. Oder würdest du widersprechen? Ich hab eine ganz wichtige Bemerkung. Bei dem EBI und auch bei dem Request for Pay ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir keine Infrastruktur von China oder von Amerika brauchen. Wir müssen es schaffen, dass wir mit unserer Infrastruktur bleiben. Wir haben ja die Diskussion, wenn wir nicht eine eigene Infrastruktur haben, können wir daraus auch nie einen Exportschlager machen und werden immer abhängig bleiben. Also ich hoffe, dass da die EZB inzwischen sehr aktiv in dieser Richtung das Ding wirklich europäisch betreibt. Ich habe noch einen Punkt für den Herrn Binnenbösel. Sie haben recht, notfalls machen wir es zweistufig, die sozusagen nicht tokenisierte Variante gleich und den Token im zweiten Schritt hinten drauf. Gut, dann haben wir doch einen ordentlichen Aktionsplan und sind uns einig, wie wir ein ganzes Stück weiter, denke ich, in tatsächlich eine souveräne europäische Währungsumgebung kommen. Und Zahlungsverkehr ist halt Voraussetzung für souveräne europäische auch Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftstransaktionen. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort von Ihnen. Ganz herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Und wir sind ja fast in der Zeit, würde ich mal sagen.